Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, nun seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes und Hausgenossen. Mit diesem Wort aus Epheser 2, das uns durch die kommende Woche begleiten soll, begrüße ich Sie ganz herzlich hier zum Gottesdienst in der Kirche St. Anna in Steg am 7. Sonntag nach Trinitatis. Und herzlich willkommen denen, die den Gottesdienst im Internet mitfeiern. Er ist heute Abend auf YouTube zu sehen. Wir kommen hier zusammen im Haus Gottes und sind nicht nur Gäste hier, die kurz vorbeischauen und dann wieder Fremde sind. Gott kennt uns mit allem, was wir sind und was wir mitbringen. Wir sind seine Hausgenossen und er sorgt für uns mit großer Barmherzigkeit und durch die Gaben seiner Schöpfung. Der Ablauf des Gottesdienstes folgt der Liturgie, wie sie ganz vorne im Gesangbuch auf den gelben Heftchen abgedruckt ist. Und nun wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst. Wir stimmen ein in das erste Lied, Gott des Himmels und der Erden, 445, die Verse 1 bis 4. Lassen Sie uns Worte aus dem 107. Psalm im Wechsel miteinander beten, unter der Nummer 747.1 und 747.2. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.
die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die irre gingen in der Wüste auf ungebahnten Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Und dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten. Sie sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Kommt, lasst uns anbeten. Uns neu machen, wir bleiben aber so gerne die Alten. Du schenkst uns Freiheit, aber wir sind noch immer ängstlich. Du gibst uns Hoffnung, doch unsere Gleichgültigkeit ist stärker als unser Glaube. Du willst uns zur Freude verhelfen, aber wir sind selten nur von Herzen fröhlich. Du kannst uns helfen, unsere Trägheit und unsere Angst zu überwinden. Das alles wollen wir heute vor dich bringen. Unsere Bequemlichkeit, unsere Unfähigkeit, uns auf Neues einzulassen. Wir bringen es vor dich und rufen zu dir: Herr, erhöre uns und erbarme dich unser. Kyrie eleison. Allmächtige Gott hat sich unserer erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere Schuld. Selig sind die, da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Lobt Gott, erhebet seinen heiligen Namen, Gott in der Höhe sei Preis und Ehr. Herr Jesus Christus, du hast den Hunger der Menschen gesehen und ihnen Speise gegeben, dass sie satt wurden. Von dir kommt das Brot der Erde und das lebendige Brot des Himmels. Wir bitten dich, lass uns deine Gaben dankbar empfangen und austeilen an alle, die sie brauchen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Fleischtöpfe Ägyptens sind sprichwörtlich geworden. Das Volk Israel sehnt sich nach Sicherheit, nachdem es durch Mose und Aaron aus Ägypten fort in die Wüste geführt worden war. Plötzlich war ihnen der Boden unter den Füßen entzogen. So hört, was geschrieben steht im 2. Buch Mose im 16. Kapitel.
Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot in Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass er diese Gemeinde an Hunger sterben lässt. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und solltet innen werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein, wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Mann, hu! Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden, nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Israeliten taten es und sammelten, einer viel, andere wenig. Aber als man es nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Halleluja. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Halleluja. Ist es Wunder oder Symbol? Die Erzählung von der Speisung der 5000 wird gerne im übertragenen Sinne verstanden. Wenn jeder bereit ist, auch nur ein bisschen beizutragen, werden alle genug haben. Dem Evangelisten Johannes aber geht es darum, Jesus Wunderkraft zu bezeugen. Hört, was geschrieben steht im Evangelium nach Johannes im 6. Kapitel. Jesus ging weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Der aber sagte, um ihn zu prüfen, denn da wusste er wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Und desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbrocken und den übrigen und denen übrig geblieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll.
Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. So, lasst uns nun gemeinsam zu unserem Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn es der richtige Anlass ist, kommen die Menschen. Und sie kommen in großer Zahl. Wir erleben es in den Fußballstadien. Tausende Fans bejubeln ihre Mannschaft. Bei Popkonzerten feiern mehrere Tausende ihre Stars. Oder bei Demonstrationen kann man auch oft Tausende Menschen zählen. Menschen kommen, wenn es sich lohnt, wenn es der richtige Anlass ist. Gehen wir 2000 Jahre zurück. Menschen sind gekommen, um diesen Jesus zu sehen. Menschen in großer Zahl. Von 5000 spricht die Bibel. Der Anlass? Jesus, der für seine Wunder bekannt ist, der etwas zu sagen hat, der wie ein Versprechen auf eine bessere Zukunft wirkt. Wie ein Magnet zieht dieser Jesus die Menschen an. Sein Rückzug mit dem Boot, es nützt ihm nichts. Die Menschen bleiben ihm auf den Fersen. Sie haben Großes gesehen oder warten darauf. Sie werden nicht enttäuscht. Was für ein Wunder! Jesus speist 5000 Männer samt ihren Familien. Aber das Wunder geschieht vorher. Das Wunder geschieht durch einen selbstlosen Jungen, der seine Brote, 5 Stück und 2 Fische, zu Jesus bringt. 5 Brote, 2 Fische, das ist die Grundnahrung, die schnell gegessen ist, wenn ein Mensch Hunger hat. Dieser Junge hat begriffen, worauf es ankommt. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu, sie dürfen sich ein Beispiel nehmen von diesem Jungen. Dieser Junge kommt zu Jesus und bringt ihm, was er hat. Und das, was er hat, stellt er für alle zur Verfügung. Jesus erkennt in ihm einen Jünger. Das ist das Wunder der Jüngerschaft Jesu. Wenn ein Mensch die Größe hat, das Wenige zu Jesus zu bringen und zu Jesus zu sagen, Jesus, du kannst mehr daraus machen. Das Vertrauen dieses Jungen mit seinen 5 Broten und 2 Fischen, dieses Vertrauen hat das Wunder bewirkt. Die Menschen sammeln sich in Gruppen, setzen sich zusammen, wenden das Gesicht zueinander und erkennen ihre Verantwortung füreinander. Im Erkennen dieser Verantwortung füreinander, da geschieht das Wunder, dass viele satt werden, viele bereit sind, so zu teilen wie dieser Junge mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Wir brauchen solche Geschichten, die uns die Augen öffnen und etwas in uns bestärken, das ja in jedem vorhanden ist, aber im Grau des Alltags zu verblassen scheint. Mut, Teilen, Lebensfreude. Die Gleichnisse und Beispielgeschichten, die Jesus erzählt, sind von einer Qualität, die manchmal einen etwas längeren Anlauf brauchen, um unsere Einstellungen zu verändern. Denn es ist nicht nur das Grau des Alltags, sondern es sind echte Ängste, die den Blick der Menschen trüben, die auch unsere Klarsicht behindern. Genau dies ist auch der tiefere Sinn der Wunder, die Jesus tut. Der Evangelist Johannes weist ausdrücklich darauf hin, dass Jesus zeichenhaftes Handeln nicht auf das Übernatürliche, sondern auf das eigentlich Selbstverständliche abzielt. Jesus meint das Natürliche, das uns im Leben oft abhanden gekommen ist. Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Gottvertrauen. Wie kann es sein, dass Menschen hungern, obwohl genügend Lebensmittel vorhanden sind? Dieser Skandal kann doch niemanden gleichgültig lassen.
Wie kann es sein, dass Menschen in Armut geboren werden, ohne die Chance, jemals für sich selbst sorgen zu können? Das ist doch nicht normal. Mit diesem Zustand können wir uns doch nicht zufrieden geben. Warum schließen wir Menschen aus von unserem Lebensglück? Was geht uns durch die fehlende Gemeinschaft mit ihnen verloren? Das Wunder dieser Geschichte ist Verwunderung. Wir wundern uns über uns selbst darüber, wozu wir in der Lage sind, wenn jemand unsere Begabungen weckt und die Augen öffnet und deutlich macht, du wirst gebraucht. Miteinander teilen, abgeben von dem, was wir haben, das kann ansteckend wirken und Freude machen. Das Leben wird leicht, wenn es nicht von der Sorgen um das Morgen zerfressen wird. Diese Sorge nimmt Jesus den Menschen. Eine Kettenreaktion kommt in Gang, das Leben kommt in Gang. Das ist Jesu besondere Gabe, dass sich dort, wo er ist, Zuversicht ausbreitet, Hoffnung und Gottvertrauen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Es sind Worte wie diese, die ihm die Menschen glauben. Worte, die das Leben verwandeln, in dem Augenblick, wo Jesus sie ausspricht. Nicht wegen der großen Umverteilung, sondern wegen der Würde, die Jesus den Menschen zurückgibt. Es versteht sich von selbst, dass diese Würde eines Menschen nicht ohne materielle Grundlage bleiben kann. Und das geschieht auch so in dieser Geschichte von der Speisung der 5000. Aus einem Nebeneinander, das oft genug ein Gegeneinander ist, wird ein Miteinander. Durch Jesu ordnende Hand, könnte man sagen, wenn er die Leute sich lagern lässt im Gras und das Dankgebet spricht über Brot und Fische. Können wir das nicht auch, angestoßen, in Bewegung gebracht durch das Vorbild Jesu? Nicht gönnerhaft, sondern als reich Beschenkte, selbstverständlich und ohne Hintergedanken. Ich glaube, dazu braucht es immer wieder Augenblicke, Momente, in denen wir aufgeweckt werden, in denen das Glück unseres Lebens bewusst wird und wir zugleich erkennen, wie sehr wir dieses Glück bedürfen. Das Erkennen unserer echten Bedürfnisse bedeutet ja nicht, dass uns etwas fehlt. Alles ist da. Wir brauchen nur davon zu nehmen. Leider geben wir uns manchmal mit weniger zufrieden. Versuchen wir, unsere Bedürfnisse auf die falsche Weise zu stillen. Wie wir im Evangelium des Johannes lesen, ist das kein neuzeitliches Phänomen, sondern ein Irrweg, den Menschen zu allen Zeiten eingeschlagen haben. Insofern richtet sich die Jesu-Frage in der Geschichte von der Speisung der 5000 auch an uns. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das ist eine drängende Frage. Wie drängend erleben wir gerade, weil die Getreidetransporte aus der Ukraine blockiert sind? Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Diese Frage stellt uns vor die Aufgabe, immer wieder unsere Möglichkeiten zu prüfen. Natürlich reichen die 200 Silbengroschen nicht für alle, welche die Jünger Jesu zur Verfügung haben, nicht aus. Aber sie reichen ziemlich weit. Natürlich sind die Armen darauf angewiesen, dass sich auch andere großzügig zeigen. Andere werden das ihre tun, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen. Möglicherweise sind wir aber gerade nicht die, die vorangehen, sondern andere sind schon weit voraus. Wir brauchen nur zu folgen. Es ist ein Vertrauen darauf, dass das Miteinander teilen auch uns gut tut, unserem Leben Tiefe und Sinn gibt, uns beglückt, dass wir also wirklich nur zu folgen brauchen.
Ganz einfach. Es gibt kein Leben ohne diese materielle Grundlage, Brot. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Brot meint alles, was wir zum Leben brauchen. Im kleinen Katechismus von Martin Luther steht: Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Brot meint ganz irdisch und umfassend Lebensglück. Wie wäre es, wenn wir die Augen offen halten und für das, was unser Leben reicher macht? Ich bin sicher, wir werden fündig werden. Amen. Und der Friede Gottes, der weiter reicht, als wir es fassen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lass uns miteinander und füreinander beten. Du ewiger Gott, aus deiner Liebe leben wir, für deine Güte danken wir. Du nährst uns mit dem Brot des Lebens, aber der Hunger in dieser Welt scheint endlos. Wir danken dir für alle, die säen und ernten. Für alle, die den anderen mit ihren Kräften dienen. Wir bitten dich für die Hungernden und die, die sehnsüchtig darauf warten, dass sie Getreide und Brot bekommen. Richte du diejenigen, die mit ihrer Macht den Hunger vermehren. Hilf denen, die dem Hunger wehren. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. In der sommerlichen Hitze
bitten wir für deine Schöpfung, die unter dem Mangel an Wasser leidet. Wehre den Feuern, rette Menschen und Tiere vor den Flammen. Nimm dich der Brandopfer in den betroffenen Gebieten an. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. In diesen sommerlichen Tagen bitten wir für alle Reisenden. Behüte sie auf ihren Wegen. Stell ihnen Engel an deine Seite. Schenke ihnen Erholung und eine gute Rückkehr. Bleib mit deiner Güte bei denen, die mit ihrer Arbeit die Freude der anderen ermöglichen. Die Daheimgebliebenen segne, die Obdachlosen schütze, die Trauernden tröste. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Uns umhüllst du mit deinem Frieden, aber Gewalt und Hass sind in dieser Welt mächtig. Wir danken dir für alle, die Brücken bauen und die für Versöhnung und Gerechtigkeit wirken. Wir bitten dich für die Menschen guten Willens und die Einflussreichen, dass ihre Worte Gewicht haben. Falle du den Kriegsherrn in den Arm. Hilf denen, die sich nach dem Frieden auf Erden sehnen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Als deine Gemeinde bitten wir um deinen Segen für alle, die zu uns gehören, für alle, die nach deinem Wort fragen und deine Gegenwart suchen. Aus deiner Liebe leben wir. Für deine Güte danken wir heute, morgen und alle Tage. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir schließen das Gebet im Glauben an deine Verheißung und wenden uns voller Vertrauen an dich und beten gemeinsam zu dir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Folgendes möchte ich Ihnen noch bekannt geben. Die nächsten Gottesdienste feiern wir nächste Woche am 7. August um 9.15 Uhr in Manubach und um 10.45 Uhr in Bacharach. Die Kollekte, die für heute bestimmt ist, wird geteilt. Zur Hälfte geht sie zur Dachsanierung der Kirche St. Oswald in Manubach und die andere Hälfte ist bestimmt Afrika und Asien Frauen fördern. Frauen haben Ideen, wie sie ihr Leben und das ihrer Familie mit eigenem Einkommen verbessern können. Die Vereinte Evangelische Mission fördert kirchliche Spargemeinschaften, die Frauen Kleinkredite für den Aufbau eines Kleingewerbes oder eines Handwerksbetriebs zur Verfügung stellen. Gott segne Geber und Gaben. Wir singen nun das letzte Lied miteinander, Lobt Gott in allen Landen. Unter der Nummer 501 bis 4. 501 bis 4. Thank you.
Christus spricht: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. So geht mit dieser Botschaft diesen Sonntag und die uns vorliegende Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.